jetzt ist es endlich soweit. Wir stehen vor der Pokémon-Liga, haben im letzten Part Jerome besiegt. Und nun, denke ich, steht alles offen. Wir haben unser Team, wir sind bereit. Und jetzt gucken wir uns endlich die Pokémon-Liga an. Überprüfen wir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Also, zeige mir mal alle Arena-Orden, die du in Sinnoh gewonnen hast. Erzelingen, Kohleorden. Check. Ewigenau, Waldorden. Check. Herzhofen, Reliktorden. Check. Schleide, Bergorden. Check. Weideburg, Fernorden. Check. Fliedburg, Minenorden. Check. Blizzach, Firnorden. Oh, check. Und Sonnewig, Lichtorden. Check. Mensch, du bist epic! Ausgezeichnet! Trainer, du hast in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten. Demonstriere mir die Macht, die dich so weit gebracht hat. Tret den Top 4 in den Arsch! Und genau das wollen wir jetzt machen. Und oha. Oh mein Gott, ein Aufzug fährt uns nach oben. Und da ist der erste von den Top 4. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin unglaublich aufgeregt. Sieht mir so ein bisschen nach Wald aus. Hatte etwa Käfer-Pokémon oder Pflanzen-Pokémon? Sollte ich vielleicht doch auf Tornupto wechseln? Es sieht zumindest so ein bisschen aus. Deswegen gehe ich einfach mal auf Tornupto. Es ist ja... Ich weiß es ja nicht. Riskieren wir es, gucken wir es uns an. Hallo. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herbaro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Yes! Danke für Spoilern der Location. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen dabei aber sehr schön aus. Möchtest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Nun, ich will einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also dann, wollen wir mal sehen, was du kannst. Oh mein Gott, the most epic battle überhaupt. Selfie? WTF? Du bist aber kein Käfer-Pokémon. Ach du Scheiße, sagen wir jetzt nicht, dass die Top 4 jetzt wegen der Bloody Platin-Version komplett anders ist. Ach du Scheiße, also dass der dann, dass die dann gar nicht mehr nur Käfer haben und so. Oh oh. Ich glaube, ich hau gleich mal ordentlich drauf im Hyperstrahl. Okay, mal schauen, was das jetzt alles rausreißt. Selfie, oh Gott. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Ein Falltreffer, wunderbar. Donnerwelle. Paralysiert mich aber nur. Naja, was heißt nur? Das kann natürlich jetzt auch alles zerstören. Oh, und direkt dann ab Psychokinese. Ah, okay. Ich muss mich natürlich jetzt erst wieder aufladen. Meinst du, ein Flammenwurf reicht? Ich riskier's mal. Tarnsteine, oh oh. Okay, um mich herum schweben spitze Steine. Ich hoffe, der Flammenwurf reicht. Ich weiß es nicht. Er reicht nicht, scheiße. Dann gleich noch einen hinterher. Verdammt, Top-Genesung. Setzt er schon für sein erstes Pokémon Top-Genesung ein. Uncool. Ja, gut. Okay, und ich bin paralysiert und kann nicht angreifen. Scheiße. Das war taktisch natürlich klug. Hätte ich mal lieber Toxin eingesetzt. Schauen wir mal, wie weit ich jetzt noch mit dem Flammenwurf komme. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich mache das mal noch. Weil mein Tornupto muss sich nämlich jetzt, glaube ich, gleich verabschieden. Deswegen setze ich Toxin ein. So. Und was aber mein... Was die können, kann ich auch. Ich guck mal kurz. Oh, so viele habe ich ja gar nicht an... Ja doch, ich setze jetzt mal kurz den Top-Trank ein. Weil ich habe die Befürchtung, oder eventuell, wenn nämlich der Trainer doch noch Käfer-Pokémon hat, dann will ich mein Feuer-Pokémon natürlich trotzdem noch haben.
So, jetzt habe ich erst nochmal ein bisschen Puffer hier. Und nachdem Surfer jetzt immer durch Toxin auch Schaden kriegt, werde ich es wagen. Ja, das ist gut. Für lange Kämpfe ist Toxin nämlich perfekt. Werde ich es auch noch wagen, einen Hyperheiler zu nehmen. Moment, da bin ich falsch. Ich muss dazu in die Heilung. Hyperheiler. Damit nämlich für die anderen Kämpfe Tornupto wieder geheilt ist, weil die Paralyse ist dann schon... Ich habe keinen Bock, jetzt hier auf Glück zu kämpfen. Setz nochmal zweimal Psychokinese ein. Das ist egal, weil jetzt müsste eigentlich... Durch das Gift könnte jetzt ein Hyperstrahl reichen. Ich glaube, müsste sogar ein Flammenwurf müsste da sogar reichen. Weil mit Toxin, das muss reichen. Ich setze den Flammenwurf ein, weil dann muss ich mich nicht aufladen für den nächsten Gegner. Nimmt jetzt Schaden. Und Toxin macht es dann auf jeden Fall zu Ende. Jetzt bin ich wieder paralysiert. Das ist natürlich klug von ihm, dass er mich nochmal paralysiert, bevor der nächste Gegner kommt. Egal, Surfer wird durch das Gift verletzt und das erste Pokémon geht down. Wunderbar. Okay. Als nächstes kommt Tobutz. Tobutz, was war Tobutz denn nochmal? Verdammt, ich hab's mir schon wieder nicht gemerkt. Ich setze ein Empoleon. Ach, ich werde von spitzen Steinen getroffen, wie uncool. Ach, Tobutz war einfach nur das andere legendäre Vieh. Ah, okay. Und Turbo setzt Flammenwurf ein. Okay, dann habe ich perfekt gewechselt, denn das ist nicht so effektiv. Ach, stimmt. Empoleon ist ja nicht Reinwasser. Dann hätte ich dann doch lieber auf dem Podium bleiben sollen. Egal, ich mache den Blizzard. Mit der Hoffnung, dass es gefriert. Nein, aber es macht gut Schaden. Das mache ich gleich nochmal. Okay, es wird zurückgerufen und es kommt. Jirachi? Was ist denn Jirachi? Dich haben wir noch nie gesehen. Nee. Und das ist nicht sehr effektiv. Bist du vielleicht dieses Käfer-Pokémon? Dann mache ich jetzt erstmal Folgendes. Dann wird Empoleon jetzt ein bisschen Schaden kriegen. Ich heile mal eben Tornupto. Oh. Okay. Boah, bitte geh nicht down. Sehr gut. Dann muss ich jetzt wechseln und es wäre jetzt... Ja, ich wechsle jetzt nochmal auf Tornupto. Mit der Hoffnung, dass das eventuell sogar ein Käfer-Pokémon ist. Es ist grün. Es re... The fuck? Oh. Ich wusste ja, dass es von spitzen Steinen getroffen wird, aber das hat gerade deutlichst mehr Schaden gemacht als gegen Empoleon, ne? Okay, na dann setze ich mal Giratina ein. Oh, wie viel Schaden das mit den spitzen Steinen macht, leck mich am Arsch. Auf Käfer-Pokémon mache ich jetzt mal Dracometeor. Bam! Das ist nicht sehr effektiv. Verdammt nochmal. Okay. Kismet-Wunsch. Was zur Hölle ist das denn? Vorhersehung. Dann gehe ich jetzt fliegen. Wenn du was vorhersiehst, gehe ich erstmal fliegen. Energieball geht daneben und jetzt Sturzflug. Bam! Das ist auch nicht sehr effektiv, aber... Nein, es lebt noch und selbst ein Volltreffer, verdammt. Okay. Soweit, so gut. Und was ist das denn jetzt? Kismet-Wunsch. Wie viel Schaden macht das nochmal extra? Na, geht eigentlich, ne? Ja, komm, nochmal jetzt Drachenpuls. Und dann ist das Vieh auf jeden Fall im Arsch. Sehr gut. Nummer 2. Damit steht es 4 zu 5 für mich. Damit kann ich leben. Als nächstes kommt der Spreed. Gut, das ist das andere legendäre Pokémon. Da möchte ich wechseln. Und zwar gehe ich da auf Mashomai. Weil ich da eine Idee habe. Ja.
Auch wenn ich hier von spitzen Steinen getroffen werde, unsere Verteidigung ist gut genug, dass es Wimmer schon mal so gut wie gar keinen Schaden macht. Und Vesprit presse ich jetzt mit voller Wucht den Wuchtschlag rein. Oh fuck, erst seinen Kopfstoß. Oh, das ist sehr effektiv gegen mich. Oh Mist. Oh oh. Na, das kann ich vorher auch nicht ahnen. Na, dann hoffe ich mal, dass der Wuchtschlag jetzt auch ordentlich Schaden macht. Verdammt, das ist auch nicht sehr effektiv. Es ist ja gar nicht effektiv gegen die Typen. Aber es ist verwirrt. So viel ist schon mal sicher, wenn es nicht stirbt. Oha, Volltreffer, nice. Okay, dann gehe ich jetzt auf den anderen, weil Waschmal soll jetzt nicht down gehen. Dann gehe ich jetzt auf Mewtwo. Schauen wir mal, wie weit ich mit Mewtwo komme. Halte durch, Mewtwo. Das Spiel ist verwirrt und scheiße, versetzt sich nicht selber. So, das ist nämlich hier nicht sehr effektiv, deswegen habe ich auf Mewtwo gewechselt. Und Mewtwo macht jetzt einfach ganz schnell mit der Psychokinese, obwohl, ist ja auch nicht sehr effektiv, aber es reicht. Das war nicht mehr viel KP, Vesprit ist down und damit steht es 5:3 für mich. Sehr gut. Mew, what the fuck? Nein, ich bleibe auf Mewtwo, weil das ist halt mal ein Epic Battle. Mewtwo versus Mew. Heilige Scheiße, okay. Da setze ich mal den Eisstrahl ein, weil ich Hoffnung habe. Das ist gefriert eventuell. Okay, passiert nichts. Hypnose, jetzt sind wir verwirrt. Ah nein, Hypnose schläfert mich ja ein. Oh fuck. Das ist uncool. Da muss ich sofort mein Aufwecker benutzen. Hab ich denn sowas? Ah ja, hier 9 Stück. Passt. So, Mewtwo ist gleich wieder wach. Das ist mir nämlich lieber. Und was macht Mew? Weichei. Das heilt sich damit. The fuck. Okay, dann presse ich ihm mal einen Donner rein. Bam! Sieht geil aus, die Attacke. Donner macht nämlich mächtig viel Schaden und sogar die Chance auf Paralyse. Aber nur die Chance. Ihr Licht, jetzt brenne ich auch noch. Okay, Mew geht sehr viel auf Statusveränderungen, so wie es aussieht. Dann probiere ich mal den Fokusstoß. Zack! Auch der trifft normal. Sehr gut, aber... Ah ne, der trifft nicht normal. Egal. Die Spezialverteidigung sinkt. Verdammt, und es heilt sich wieder. Verdammt, 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 verdammt. Es heilt sich da fast komplett, das ist ja krank. Ich kann Mewtwo jetzt nicht von der Verbrennung befreien, aber es macht so viel Schaden, ey. Oh, verdammt, das heilt sich ja dann immer wieder. Ich gehe jetzt nochmal auf Eisstrahl. Das macht ja auch sehr gut Schaden und vor allem die Volltrefferquote ist irgendwie... Nein, das macht wirklich einfach nur viel Schaden. Okay, es setzt wieder Weichei ein. Verdammtes Mew! Ach, nee, ey. Ich muss es jetzt heilen, das hilft alles nichts. Sonst geht es down. Hyperheiler. Erstmal von der Verbrennung befreien, dann glaube ich, gebe ich ihm sogar noch direkt einen Top-Trank. Kehrtwende! Haha! Ist sehr effektiv! Nein, geh nicht down! Ja! Okay, wow! Wow, und es kommt Tobutz. Tobutz ist schon angeschlagen. Dann habe ich jetzt die perfekte Möglichkeit, den Top-Trank zu benutzen. Das lohnt sich nämlich dicke. Von 23 KP auf 300, das macht den Gegner schon so ein bisschen fertig, denke ich. Boah, ich hoffe, wir haben genug Tränke gekauft für die Top 4, ne? Weil wir dürfen nicht mehr zurück. Das dürft ihr nicht vergessen. So, Psychokinese, das ist mir relativ latte. Das kannst du machen. Und jetzt bin ich fast voll geheilt und setzen Donner ein. Der ist stark und der zwingt Tobutz sogar in die Knie. Yes, nice. Ach, Donner ist so epic. Alle, die an Donner zweifeln, ey. Tch, lächerlich. Ich finde Donner einfach nur göttlich. So. Okay, here we go again, Mew. Auch du kriegst den Donner. Und wieder trifft die Attacke. Perfekt. Und dich mache ich jetzt fertig, bevor du mich einschläferst, verbrennst oder sonst irgendwas tust.
Ja! Ein Volltreffer! Mew ist down! Awesome, Mann! Donner FTW, Gottverdammt! Und Celebi! Jetzt geht's aber ab! Ich bleib beim Mewtwo! Alter Schwede! Black Celebi! Shadow Celebi, Donner! Okay, jetzt geht's einmal daneben. Egelsamen. Jetzt entzieht's mir immer wieder KP. Und ich kann dagegen nichts tun. Und es macht sogar ziemlich viel Schaden. Ich probiere den Eisstrahl. Und das ist sehr effektiv. Yes. Sehr schön. Sehr schön. Celebi, du hast keine Chance gegen mich. Strauchler. Pah, also Celebi ist ja ein Pflanzen-Pokémon. Das einzige im Team. Und das reagiert auf Eis nun mal sehr effektiv. Und noch, es ist noch nicht vorbei. Ein Top-4-Mann aus der Liga ist nicht so, gibt nicht so einfach auf. Ich glaube schon. Eisstrahl, Mewtwo! Bäm, und das muss es gewesen sein. Yes! Celebi ist down! Jawohl! Gott verdammt! Herr Barrow ist besiegt! Ja! Aber eigentlich wolltest du sehen, wie Käfer-Pokémon, ich weiß, worauf du dich in der, ich hoffe, du weißt, kämpfen. Ja, bla 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 bla, komm. Wolf gewinnt nochmal Geld. Nice! Ich habe mit den schönsten und gefürchtetsten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich denn keinen Applaus? Nein! Der einzige Applaus, der irgendjemand zugesteht, ist meiner! Ha, nein, wäre auch zu viel, egal. Geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten noch auf dich und sie sind alle stärker als ich. Yo! Das glaube ich dir aufs Wort. Ich muss jetzt erstmal mein Team hier ein wenig retten. Wir haben da zum Beispiel einen Beleber. 9 Stück haben wir da nur, das ist vielleicht zu wenig. Und wir müssen fast das komplette Team ein wenig aufpushen. Und zwar... Oh scheiße, wir haben noch 2-mal Hypertrank. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Das könnte uns am Ende den Sieg kosten. Weil wir nicht genügend Items haben, die uns auffüllen. Da habe ich echt nicht genau genug drauf geachtet. Nicht gut. Ja, ich dachte 30 Top-Tränke reichen, aber. Naja, beziehungsweise 26 hatte ich nur. Eine Top-Genesung haben wir noch. Ein Elixier haben wir noch. Vielleicht reicht's. Ich muss allerdings jetzt hier schon wieder 2 Top-Tränke einsetzen. Für Mewtwo und für Tornupto. Nun ja. Das geht aber noch. Der erste von den... Oh, Giratina sehe ich ja auch gerade. Könnte eine Heilung vertragen. Das mache ich aber noch nicht. Der erste von den Top 4 ist besiegt. Das war schwierig. Aber... Nein, es war eigentlich gar nicht so schwierig. Mewtwo hat ordentlich gerockt, muss ich sagen. Ja, das war der erste von den Top 4. Hat Spaß gemacht. Und im nächsten Part stürmen wir in den zweiten Saal, in die zweite Halle, wo wir logischerweise auf den zweiten von den Top 4 treffen. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.